Einen wunderschönen guten Tag hier in der Filmlounge zu einem Dokumentarspecial zum Deutschen Filmpreis. Die drei Filme sind nominiert und das sind einmal die Edward Snowden-Doku Citizen 4. Nowitzki steht bei Der perfekte Wurf im Fokus und in Beyond Punishment geht es darum, das Strafsystem in den USA, in Norwegen und auch in Deutschland gegenüberzustellen. Und genau mit diesem Film fangen wir an. Damit ihr aber erstmal einen klitzekleinen Eindruck bekommen könnt, gibt es einen Ausschnitt aus dem Trailer. Auf jeden Fall, ja gut, war es Mord. In den USA hätten sie mich auf einen elektrischen Stuhl geschickt. I've met people who have committed murders and not all of them are the same. When your daughter get a boyfriend, you think she's safe. But she was not. He doesn't only deserve to be in jail, he deserves to be in hell. That's what he deserves. Auf den ersten Blick klingt Beyond Punishment vielleicht wie ein sehr schwieriges Unterfangen, wirklich einen interessanten Film zu machen. Aber der Film schafft es wirklich auf brillante Art und Weise, ein Strafsystem in den USA relativ wertfrei mit Norwegen und Deutschland zu vergleichen, sodass eigentlich alles selber im Kopf passiert. Trifft Täter, trifft Opfer und setzt sie teilweise sogar zusammen an einen Tisch. Und man stellt sich jetzt dann eben selber auch als Zuschauer die Frage, okay, was ist eigentlich wirklich die richtige Strafe für eine Straftat? Zumal, wenn man jetzt auch mal nach Norwegen schaut, die ja wohl das mildeste System in der ganzen Welt haben, das ja trotzdem auf irgendeine Art und Weise funktioniert und auch als Strafe gilt. Und selbst in Amerika, bei denen es halt einfach Strafen von 65 Jahren, 150 Jahren, 400 Jahre gibt, trotzdem noch so viele Straftaten passieren. Das ist unglaublich interessant geworden, auch schön bebildert, nah an den Figuren dran. Leider bricht diese ganze Atmosphäre immer wieder ein Sprecher, der irgendwie nicht so richtig auf den Punkt spricht. Also mir ist der Sprecher ehrlich gesagt ziemlich auf den Keks gegangen. Es hat irgendwie nicht gepasst und wirkte, als hätte jetzt irgendwie so ein Synchro-Sprechstudent das so nebenbei irgendwie eingesprochen. Das stört den Film massiv, ist insgesamt aber wirklich sehr, sehr sehenswert geworden. Kann ich euch empfehlen, startet sogar jetzt erst in wenigen Kinos in Deutschland. Macht auch ein bisschen betroffen und geht ans Herz. Extrem interessant. Glaube aber, dass er den Preis jetzt nicht gewinnen wird, denn er hat eben auch noch starke Konkurrenz. Nowitzki, der perfekte Wurf, zeigt die Geschichte von Dirk Nowitzki, wie er in Würzburg angefangen hat und wie er zum erfolgreichsten europäischen, vor allen Dingen deutschen Spieler in der NBA-Geschichte geworden ist. Merkt also, bei den Dokumentarfilmen gibt es einen starken Kontrast und damit ihr aber auch erstmal einen Eindruck von dem Film bekommt, gibt es für euch ja noch mal einen kleinen Ausschnitt. His passing, we separated him from everybody else. This guy shoots the ball like we've ever, ever seen. To Nowitzki, lefty layup, banks it in, and the game is tied. Dallas has tied the finals. One of the most incredible comebacks in NBA Finals history. Ich kann relativ gut einen Ball in ein Körbchen reinschmeißen. Alleine nur, wenn man diese beiden Ausschnitte nebeneinander stellt, merkt man ja schon, okay, das geht in eine ganz andere Richtung. Deswegen finde ich es aber total spannend, sich eben auch mal die Kategorie Dokumentarfilm anzuschauen. Denn auch dort gibt es massive Unterschiede. Denn zum Beispiel, während jetzt Beyond Punishment so ein klassisches, wir setzen uns mit etwas auseinander, Dokumentarfilm ist, ist Nowitzki definitiv klasse Entertainment. Also natürlich erfährt man auch hier viel, es ist alles real, es geht auch um Informationen, aber der Film hat eben auch ein Erzähltempo und es macht sehr viel Spaß und sehr viel Freude, sich diesen Film anzuschauen. Und das muss man als Dokumentarfilm auch erst einmal schaffen. Und gerade Fans von Dirk Nowitzki werden alle Freude haben, aber da der Film jetzt nicht total ultra krass in die Tiefe geht und auch nicht viel Wissen voraussetzt, ist es eben auch für Menschen, die sich jetzt allgemein nur für Sport interessieren, auf jeden Fall eine gute Wahl. Am Ende, wenn Sie das Material veröffentlichen, wird man mich vermutlich sofort damit in Verbindung bringen. Das Einzige, was ich erwarte, ist, dass Sie diese Informationen in Amerika an die Öffentlichkeit gelangen lassen. Danke und seien Sie vorsichtig. Citizen 4. So, I don't know anything about you. Okay, I work for, So, I don't know your name. Oh, sorry, my name is Edward Snowden. I go by Ed. Edward Joseph Snowden is the full name. Ja,
Ihr habt gerade Ausschnitte aus Citizen Four gesehen von der Filmemacherin Laura Poitras, die sich allgemein mit dem Thema, wie Amerika sich verändert hat nach den Terroranschlägen am 11. September, mit auseinandergesetzt hat. Und plötzlich bekommt sie E-Mails vom sogenannten Citizen Four, der ihr sagt, okay, hey, ich habe da wirklich eine ziemlich krasse Enthüllung zu leisten, nämlich über die NSA. Und wir sehen dann, wie die Filmemacherin bzw. wie zwei Journalisten Edward Snowden in Hongkong treffen. Und das ist eben nicht irgendein Treffen mit Edward Snowden, sondern das Treffen, was dafür gesorgt hat, dass dieser Riesenskandal ans Tageslicht gekommen ist. Und das heißt, der Film zeigt eigentlich jetzt gar nicht irgendwie unglaublich viele Einzelheiten, sondern wirklich der Kernpunkt ist dieses besondere Gespräch mit Edward Snowden. Und das ist schon fantastisch zu sehen, wie man bei einem absolut historischen Moment dabei ist. Und ihr merkt selber, ich komme immer wieder so, werde immer langsamer, aber das richtig nachhalt, wenn man diesen Film schaut. Der Film ist selber also jetzt eben nicht spektakulär oder besonders entertainment-mäßig aufbearbeitet, wie jetzt zum Beispiel Nowitzki, sondern ist eben wirklich sehr, sehr nah an diesen Menschen dran. Und man kann es sich überhaupt gar nicht vorstellen, dass wirklich genau aus diesem Gespräch, dieser Enthüllung und dieser Skandal, der ja wirklich weltweit Wellen geschlagen hat und auch immer noch bei uns Wellen schlägt, ausgelöst hat. Ist toll zu sehen, einfach bei so einem historischen Moment dabei zu sein. Und gleichzeitig auch wird einem nochmal bewusst, weil es irgendwie was anderes ist, wenn man es liest und von verschiedenen Berichterstattern erzählt bekommt, einfach Edward Snowden darüber sprechen zu sehen und zu hören, macht einem nochmal wirklich bewusst, Scheiße, was läuft hier eigentlich in der Welt falsch? Und man hat irgendwie das Gefühl, man müsste, während man den Film schaut, irgendwie so den Akku aus seinem Handy nehmen und sich irgendwie abschotten, weil das unglaublich aufregend ist. Hat den Oscar gewonnen für den besten Dokumentarfilm und alleine, weil es einer Filmemacherin, vielleicht nicht mit Absicht, aber gelungen ist, bei einem historischen Moment dabei zu sein, gehe ich auch davon aus, dass nicht nur die goldene Oscar-Statue an Citizen Four geht, sondern auch hier unsere wunderhübsche Lola. Aber ich freue mich, dass man auch bei einer Kategorie, die vielleicht nicht immer die Wertschätzung bekommt, die sie eigentlich verdient hat, nämlich Dokumentarfilm, drei völlig verschiedene Filme zeigt, die allesamt sehenswert sind, aber eben alle in eine komplett andere Richtung gehen. Und ich finde, wir sollten uns öfters eben auch mit solchen Inhalten auseinandersetzen. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, welcher Film euch jetzt spontan am meisten zusagen würde. Dann können wir ein bisschen diskutieren. Seht ihr gerne allgemein Dokumentarfilme oder sagt ihr so, nee, wenn soll es fiktional sein, ich möchte mich mit Realität gar nicht auseinandersetzen. Das waren auf jeden Fall die drei Filme, die nominiert sind zum Deutschen Filmpreis, der jetzt am Freitag vergeben wird. Ihr könnt euch aber auch noch über die fiktionalen Filme informieren, nämlich einmal über das Labyrinth des Schweigens gibt es die Review dazu unten links und zu Victoria läuft auch noch frisch in den Kinos gerade unten rechts und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hier sehen bei einem Video in der Filmlounge. Abonnieren nicht vergessen. Bis bald.